Livestreaming ist wegen Rechtsproblemen in Deutschland nicht möglich. Seit... Glück auf Schatz aus dem Schachtel, willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Channel. Ja Leute, draußen ist wieder extrem 35 Grad, echt, man ist nur am Schwitzen, egal ob man sitzt, ob man zockt, ob man liegt, das ist irgendwie überhaupt nicht mein Wetter. Deshalb habe ich heute ein etwas leichteres Thema für euch mit, und zwar soll es mal um YouTube Gaming gehen. Der ein oder andere hat es vielleicht schon gehört, YouTube Gaming, was ist das? YouTube Gaming ist eine neue Plattform, wo es sich eigentlich nur um den Content Gaming dreht. Alle kennen ja YouTube, sollte ja eigentlich klar sein, und YouTube Gaming ist halt wirklich für die Gamer gedacht, beziehungsweise für die Leute, die halt auf ihrem Channel ja Gaming-Gameplays oder irgendwelche News zu Games und so weiter bringen. Ich habe mir das Ganze mal angeschaut, weil mich das echt neugierig gemacht hat. Ich war auch mega gespannt, bis das Ganze endlich mal online geht. Ihr seht schon hier. Man hat wirklich den Vorteil, man kann hier schön auswählen, zum Beispiel welches Spiel und so weiter. Und dann bekommt man auch wirklich nur Videos von diesem Spiel angezeigt und nicht irgendwelche Kochvideos oder Beauty-Videos oder so. Deshalb für uns Gamer eine richtig geile Plattform, meiner Meinung nach. Mir gefällt auch so das Optische. Natürlich ist es vielleicht für den einen oder anderen etwas gewöhnungsbedürftig. Hier sieht man die Leute, die man abonniert hat und so weiter. Und so sieht dann halt der Channel dann aus mit den Videos und so weiter. Man muss halt ein bisschen schauen. Hier oben sind dann halt die Playlists. Ist ein bisschen anders, als es normalerweise ist, aber im Großen und Ganzen finde ich es eigentlich recht schick. Ich finde auch die Qualität von dem Player ist irgendwie besser, keine Ahnung, zumindest sieht es bei mir schöner aus. Und ja, was kann YouTube Gaming noch? Man soll es streamen können. Und Leute, ich habe mich richtig gefreut, weil was gibt es Besseres, als für so einen kleinen YouTuber wie mich, einfach über YouTube auch zu streamen? Es gibt nichts Besseres. Bei Twitch möchte ich wieder ganze Fanbase und so weiter neu aufbauen. Hier habe ich schon meine Leute, die dann halt einfach sehen, hey, da Blacky, der streamt. Ist eine richtig geile Sache. Und ja, ich habe den ein oder anderen Stream auch schon mal gesehen. Hat mir auch richtig gut gefallen. Wir haben natürlich nur ein riesengroßes Problem hier. Und zwar, wenn ich jetzt mal auf die Startseite gehe. Und will mir einfach mal, also hier sieht man die Videos. Und wenn ich mir jetzt einfach mal einen Stream gönnen will, live, wunderbar. Ich gehe drauf und denke mir, yes, Baby, kannst du den Stream angucken? Und dann sehe ich, Livestreaming ist wegen Rechtsproblemen in Deutschland nicht möglich. Seid ihr behindert oder was? Das kann es doch nicht sein. In jedem verfickten Land geht wahrscheinlich die Scheiße, bloß in Deutschland wieder nicht. Und Leute, ich wollte gerade eben einen Stream anschmeißen auf YouTube, weil ich es ausprobieren wollte, weil mich das echt gefreut hat. Und dann sehe ich so eine Scheiße. Und das ist nicht nur bei einem Stream so, das ist wirklich bei fast allen so. Schaut her, das, ich kann es einfach nicht nachvollziehen. Ich habe mich echt so darauf gefreut. Ich hoffe auch, dass da noch ein bisschen was nachkommt, beziehungsweise das Problem bald beiseite geschafft wird. Weil das ist wieder, keine Ahnung, typisch Deutschland irgendwie. Für alles irgendwie ein Scheißgesetz. Keiner weiß so richtig, welches Gesetz für was so richtig gut ist und so weiter. Nervt mich tierisch, weil das gerade für mich als kleiner YouTuber, wie ich es gerade eben schon gesagt hatte, eine richtig schöne Möglichkeit gewesen wäre. Und so im Großen und Ganzen muss ich auch sagen, gefällt mir einfach das YouTube Gaming, also die neue Plattform, richtig gut. Und ich kann mir durchaus vorstellen, dass es irgendwann vielleicht mal ein Twitch-Konkurrent wird. Twitch wird es wahrscheinlich nie ablösen können, weil es einfach nur Leute gibt, die nur streamen auf Twitch, und für die wäre es halt dann wieder scheiße, auf YouTube zu wechseln und so weiter. Aber ich finde es eine richtig geile Alternative, deshalb würde ich mich natürlich mega freuen, wenn das Ganze auch funktionieren würde. Schreibt mir mal eure Meinung in die Kommentare. Habt ihr das Ganze schon mal ausprobiert, YouTube Gaming, oder habt ihr es noch nicht ausprobiert? Und was haltet ihr einfach davon, dass wir in Deutschland wieder keine Streams angucken können und auch nicht selber streamen können? Also einfach ab in die Kommentare. Ist wieder ein richtig geiles Thema, wo ich Bock habe, mit euch mal zu diskutieren. Und ja, ansonsten Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Ja. Das war's dann mit dem Video. Bleibt geschmeidig, locker flockt von der Hüfte. Bis zum nächsten Video. Euer Black Imus.